Tag und moin moin! Ja, weiter geht's! Und dieser Typ ist ein Arschloch! Alter, beruhig dich! Na, erstmal, dass du am Anfang der Aufnahme dazwischen geplappert hast und ich das rausschneiden muss. Aber dieser Typ, der hat behauptet, Siakomon und Janmamon findet man in verschiedenen Gebieten. Scheiße, ich habe sie beide im gleichen Gebiet gefunden. Ja gut, aber da musst du dich nicht total aufregen, weil ja beide im gleichen waren. Schlimmer wäre es gewesen, er hätte gesagt, du bekommst beide im gleichen und das wäre nicht so gewesen. Ja, oder wie du zuerst gesagt hast, dass Janmamon ein Virus ist, aber ein Ja, Teil das dachte ist. Ich, es ist aber Datei. Allerdings macht es trotzdem keinen Sinn. Ist ja schön, dass man drei Digimon mit Typus Virus Serum Datei, das macht ja Sinn, das hatte ich ja angesprochen, als ich mich bei Janmamon gehört hatte. Aber warum zwei Champion und ein Rookie? Das macht keinen Sinn. Ne? Na. Ja, was sagt denn der Professor Pio jetzt? Er wollte nur unsere Fähigkeiten testen. Aha. Und Ben Oldman? Ja. Sollen wir den suchen? Ich glaube. Und ja, nehmen wir so jetzt hin. Wofür habe ich jetzt diese... Naja, immerhin Ikakumon. Also ich habe eigentlich auch gedacht, war Ikakumon eigentlich schwer, wollte ich mal fragen. Du hast das ja auch gemacht. Es ging. Wie viele Versuche? Beim ersten. Oh, ja, also was heißt es ging? Ja, also ich muss jetzt auch sagen, ich finde das ein bisschen doof. Ich dachte, du müsstest die eigentlich mitnehmen, damit Hatte ich ja auch mit. Tauscht, ne? Nee, er wollte ja nur unsere Fähigkeiten testen. Ja, aber du verstehst. Ja. Naja, egal. Ikakumon soll gelohnt sein, Janmamon, naja. Siakumon, naja. Wobei, ich weiß nicht, ob es Octomon gibt oder Gesumon, aber wahrscheinlich wird Siakumon auch nur zu Ikakumon oder sowas, weiß man's. Ja, einfach zum Leveln ansehen und dann hinterher. Also Ikakumon würde ich aber mitnehmen, ne? Na, jetzt leveln wir ja da noch nicht. Wir müssen ja jetzt erstmal zurück zum Team Leader. Nee, aber für den Fall der Fälle. Falls mal ein Digimon geschwächt ist. Ja. Oder so, dann muss man ja eh mal. Du nimmst doch nicht nur drei mit, oder? Jetzt gerade schon. Oh. Weil wir auch nicht kämpfen. Oh. Was tun wir dann? Und schlau machen. Bertrand. Ja, willkommen zurück, bla bla bla. Das kennen wir. Richtig. Nach Goldhawk. Werden wir da auch überprüft? Natürlich, da werden wir immer überprüft zur Zeit. Ach ja, stimmt, ja. Excuse me, bla bla bla, right now, ja, ich kenne dich zwar schon ewig, aber bla bla bla. Vielleicht liegt es einfach daran, dass er seine Mütze so weit nach unten gezogen hat, dass er eigentlich gar nicht sieht. Ja, okay, das lasse ich durchgehen. Ich weiß nicht, wer du bist, die Füße sagen mir nichts. Da steht so Goldhawk drauf, aber das kann jeder anziehen. Nee, das steht da nicht drauf. Naja, weißt du's? Ach, er war früher der Blue Falcon Leader. Wie kommt's? Früher einfach. Nee, ich meine, dass er sich geändert hat. Einfach alt geworden. Aha. Und wird ja nichts gesagt, das denke ich mir einfach nur. Wenn du alt wirst, dann darfst du kein Leader mehr sein. Okay. Oh. Was jetzt? Cool. Ist passiert was? Ach so. Das ist eine Krankheit, der bei Digimon ausbrechen. Das ist aber blöd. Und das Items vom Main-Server verschwinden. Und das Digimon, die halt gestohlen haben, aber nichts Besonderes. Ah, diese Junk-Parts. Genau. Die gestohlenen Items werden zu Junkparts, also. Heißt das, uns wurden auch immer welche gestohlen? Das heißt nur so. Und es liegt wahrscheinlich daran, weil einer unserer Digimon von dem Virus befallen ist. Ja, und die Digimon werden halt wild. Was ist jetzt unsere Aufgabe, Maestro? Ich bin noch am Lesen. Ich hab dich doch nicht gemeint, ich meine Ach so. Banda meinte ich. Na danke. Wir dürfen jetzt keine Kolosseum und so mehr machen. Ach nein, das ist nicht fair. Ja, finde ich auch nicht.
Naja, wir haben verstanden, du kannst mich mal. Nee. Was, sind das nur bei eins von unseren Digimon? Auch infiziert ist er. Ah, von jedem eigentlich, ne? Nein. Nur einige. Oh, und wir haben das Pech. Ja, weil das eins von unseren infiziert ist, ja. Welches mag es das nur sein? Ich behaupte, du bist es. Danke. So sagst du doch nur, weil es so heißt. Hier, Palmon ist es ganz eindeutig. Da war es immer noch das Gleiche. Ja, dann vielleicht jetzt ein neues Gebiet da vielleicht. Nein. Ich finde auch, dass die Räume ziemlich leer immer sind, meiner Meinung nach. Ja. Moment. Ich muss mal kurz lesen, wir haben ja das Lösungsbuch hier. Ja, wir haben das Spiel auch noch nie so, also eigentlich noch nie durchgehabt. Also ich jedenfalls nicht, du. Hä? Ich habe gesagt, ich habe das Spiel noch nie durchgehabt, du? Durch, nein. Ja, deswegen... Aber ich war hier schon mal ein bisschen weiter. Ja, das weiß ich auch noch so grob, aber... Ehrlich gesagt, also... Das musst du schon wissen. Ich muss bei... Naja, was heißt bei der? Also, die gab's ja früher, aber... Ein bisschen an die Austeitschaft Cerberus denken. Wie hieß die nochmal? Shake, genau. Gleiche Haarfarbe, fast ähnliche Klamotten. Ne? Ja. Ja, also ist jetzt ein neues Gebiet da, oder was? Nein. Nee, dann müssen wir in ein altes Gebiet gehen. Also ein bekanntes Gebiet, so. Ja, altbekanntes. Ich behaupte einfach mal, wir müssen hier hin. Bist du sicher? Nein. Das hat ja aber damit was zu tun, wegen böse Digimon. Also Angemon sagt schon mal nichts. Nein. Das ist Angemon, was soll ich erwarten? Pokémon. Oh. Er nix. Sagt auch nichts. Stand er da schon immer? Ich glaube. Oder stand hier ein Ogremon eigentlich? Ja, yeah, da war doch vorher ein Ogremon immer, oder? Solange das jetzt nicht auf der anderen Seite ist. Ne, das ist ein Beregaro. Oh. Das hat aber keinen Schweif. Was gucken die sich da eigentlich an? Warum drehen sie sich nicht mal, also uns nur den Arsch? Nochmal mit dir reden? Nein. Nee. Aber schon komisch, dass auf einmal Clockmon und Veregarurumon da sind. Ah, gut, ich weiß jetzt wieder, was wir machen müssen. Ja. Sag, klemm ich hab falsch gedacht. Hier sind wir nämlich richtig. Und wir gehen das gelb-grüne Gebäude. Und das mit den Digimon kommt jetzt gleich noch, mit denen wir reden müssen. Also war der Gedanke, mit den Digimon zu reden, schon nicht verkehrt. Richtig. Aber es kommt jetzt noch wir reden wieder mit dem dann? Nein, ne? Den Professor. Der Typ, der will uns nur nochmal 1000 Bit klauen. Ach, als stimmt. Abschneider. Der Kameradenschwein! Das muss. Hä? Ist weg! Wo bist du? Ich dachte, du musst mit dem reden. Hallo? Wo ist denn der? Okay. Auf der anderen Seite, wenn es da eine andere Seite gibt? Ne, gibt's nicht, ne? Doch, gibt's. Okay, noch haben wir die Chance. Da. Ne, das ist er auch doch. Nicht. Ah, doch, Piotr. Oder Piotr? Ne, Piotr, oder? Piotr? Ah, sagen wir Piotr. Das ist nichts. Nee, aber prüft jetzt halt unsere Digimon. Ja, und die DNA unserer Digimon zeigen eine Mutation. Liegt das an der DNA-Digitation? Ich glaube. Weil das steht da ja irgendwie immer und deswegen. Es ist immer noch nicht lustig. Genau. Hm? Drei Typen, gut.
Und wir müssen jetzt halt von einem Virus, Datei und Serum-Digimon, die wild sind, deswegen halt. Oh. Geht doch runter, du hast es ja, ich wusste ja nicht, dass er bis nach ganz unten geht. Ja, also, was müssen wir von denen? Quasi DNA, die DNA kopieren, so in der Art, sage ich es jetzt einfach mal. Damit man eine DNA-Digitation macht? Nein, damit dass du die DNA davon haben kann, deswegen. Und daraus ein Antivirus, sowas in der Art machen kann, dass unsere Digimon halt. Und hier hatte ich dann jetzt doch recht. Achso, also erst mit dem Professor reden und dann mit den beiden da. Mit beiden oder nur mit einem? Oder nur mit ihm? Ja, voll das Hacken, ne? Weißt du, was auch von dir das? Wie soll das denn funktionieren? Was genau meinst du jetzt? Siehst du gleich. Muss mit ihm meditieren, damit wir seins kriegen. Ja, wenn es denn da, wenn es nichts weiter ist. Lalalalalala. Müssen wir denn nur rumstehen? Ja, ich kann gar nichts drücken. Ich glaube, wäre Garurumon nicht einfach nur Langeweile. Aber ich muss sagen, was man hier auch beachtet hat. Ruhe, wir sollen meditieren. Halt die Klappe, ist mir egal. Hier, da der Arm, der Stoff da von seinem Arm, das ist schwarz. Und das ist, wenn ich mich recht entsinne, das ist auch im Original-Artbook nämlich schwarz, ne? Ich glaube, ja. Ich meine nämlich schon, und das haben sie auch am Anfang des Spiels, haben sie das auch, wo der, das tolle Intro war, das ist nämlich auch schwarz gewesen. Es wurde aber für den Anime und so wurde es halt blau gemacht, weil es besser zur Hose passt. So, sind wir fertig? Soll ich ja machen oder noch nicht? Machen wir mal noch nicht. Auch wenn es nervend ist. Also ich nenne das eigentlich nicht meditieren, sorry, aber wäre Garurumon zeigt uns so seinen Arsch und wir, ja was tun wir? Wir hampeln da dumm rum. Aber ich weiß nicht, es ist manchmal besser. Okay, wir hätten ja machen sollen. Und nochmal ja? Oder nicht? Nochmal dann? Nein, wir haben ja nicht ja gemacht, sondern nein gemacht. Ach so. Ich werde müde. Ja, hat er auch schon gesagt. Ich weiß, deswegen. Ja. Danke, warum nicht gleich so? Ja gut, von ihm haben wir den Serum. Von Clockmon gibt's den Virus. Und wer ist Datei? Clockmon ist Datei. Oh. Okay, gut, aber wer ist dann Virus? Ich dachte, Clockmon wäre Virus. Weil Hagurumon ist Virus und Hagurumon kann zu Clockmon digitieren. Da hatte ich im Kopf, dass Clockmon auch Virus ist. Nicht wahr. Deswegen. Ich glaube, Clockmon sieht da ein bisschen anders aus als später im Anime. So leicht. Nee, hier kann ich das nicht machen. Was denn? Er will einen Digi-Weiß dafür. Wieso will das geben? Wir haben noch genügend, aber den müssen wir erst abheben. Von der Bank. Wie gesagt, also mich wundert dann aber, wie wir ein Virus kriegen, weil wäre Garurumon Serum ist, Clockmon ist Datei und Angemon ist auch Serum. Na, ich weiß auch gar nicht, wie wir das Virus kriegen. Wenn Ogremon noch da wäre, vielleicht taucht er ja gleich noch auf oder so. Und das Palmon, was da tanzen tut, ist leider auch kein. Alter, was für die Gebiete, Junk Parts. Ja, aber wenigstens wird es erklärt, woher diese Junk Parts kommen, ne? Ja. Das sind nicht einfach nur so, guck mal, die sind einfach nur da, um dich zu ärgern. Und man hat, also wir haben uns, ich wusste es nämlich auch nicht mehr, dass das jetzt durch ein Virus ist. Also ich habe mich schon gewundert, weil die Dinger immer kamen. Naja. Ich habe dich dann auch oft schon angelabert. Und damals, so, ganz am Anfang dachte ich, weil es daran lag, dass ich das Digibeete vielleicht falsch gebaut habe und so. Echt? Dadurch, ja, dass dadurch irgendein Bug oder so entstanden ist. Ich hab dich nur gefragt gehabt, ich meinte, guck mal, ich habe schon wieder diesen Scheiß, kann man damit nichts machen? Du, nö, ich so verkaufen, nö, geht auch nicht. Ja, und jetzt Virus, Vielleicht geht das in diesen anderen, kann man da nicht hin, wo das Demi-Devimon da rumfliegt? Nein, da darf ich ja auch nicht rein. Oh, okay. Ich darf ja gerade nicht mehr bei unserem Büro rein. Weil wir so böse verbuggt sind. Achso, Mist, nicht, ich hätte... Natürlich, klar. Hab nur was vergessen. Mit Angemon zu reden? Ja. Warum war mir das klar? Viel kannst du ja auch nicht Vielleicht wird's auf einmal ein Devimon.
Naja, sag doch das Uhren immer nicht. Jetzt müssen wir Ogrimmon. Ja, Ogrimmon hat nämlich mit einem Thema das Gebiet verlassen. Ja, das habe ich auch verstanden. Gut. Aber gut, du sagst das ja nicht nur wegen mir, du sagst das ja auch wegen anderen Leuten, die zu faul sind zu übersetzen oder die es auch einfach nicht so gut können. Zufällig weiß ich das nämlich gerade noch. Echt? Ja. Dann weißt du mehr als ich. Dach, Kimi. So, und damit können wir jetzt den wilden Code, den Wild Code. Aber was ich auch ein bisschen blöde finde, warum das wieder ein Champion und ein Ultra und ein Champion war. Es geht nur allgemein darum. Ich weiß um den Typus, aber du verstehst. Ja. Das ist wie mit Siakumon, passt doch auch nicht da rein. Ja, ja, wunderbar, wunderbar. Und funktioniert's oder nicht? Ja. Jetzt kriegen wir keine Junkspacks-Dinger da mehr. Genau, Junk Pounds mehr. Sind noch gerade keine drin. Also sind jetzt unsere Digimon geheilt? Ja, jetzt dürfte eigentlich nichts mehr. Jetzt würde ich nochmal zu unserem Gruppending da gehen. Genau, zu unserem Chef. Und ihm das mitteilen, damit er dann erstmal sieht, juhu, unser bester Tamer und einziger fähiger Tamer, vielleicht noch Kim, okay, aber Bertrand nicht und Joy-Joy auch nicht. Joy-Joy triffst du draußen die an und Bertrand verliert gegen uns, also die können nicht so toll sein. Joy-Joy ist auch da die ganze Zeit mit Bertrand. Ja, aber die geht nicht raus. Ja, okay. Das meine ich. Und ihn haben wir schon mal draußen getroffen und er verliert immer gegen uns. Ihn haben wir sogar zweimal, glaube ich, schon getroffen. Ja, ich meine nämlich auch. Und deswegen. Und er verliert immer gegen uns. So toll kann er also nicht sein. Nein. Also der muss ja jetzt froh sein, dass sein bester Tamer wieder funktionsfähig ist. Und dabei sind wir noch der, der am jüngsten mit beigetreten ist fast. Tja, da sind wir eben sehr talentiert. Ja. Das macht das Outfit. Bertrand rennt in Lila rum. Ja. Ich spare mir meinen Kommentar. Ist halt einfach. Ah, jetzt erinnert er sich zufällig an uns. Aha. Aber muss uns trotzdem anlabern. Und ich wette, das tut er danach auch wieder. Nee, er erinnert sich daran, dass wir nicht rein durften. Mhm. Deswegen. Ist halt nur schade, dass man es nicht überspringen kann. Das nervt halt. Ja. Das hier jetzt ist ja was anderes. Ja. Siehst du, er sagt auch großartig. Und er fragt sich halt, wie es dazu kam, dass die DNA sich auf einmal verändert. Vielleicht, weil wir sie mit ganz den anderen Digimon gemixt haben. Oh, Blood Knights sind wieder da. Das heißt, im nächsten Fall geht es da auf jeden Fall weiter. Naja, ob das so toll ist, dass die wieder da sind, das heißt, wir müssen wieder durch den Dungeon latschen, um denen in den Arsch zu treten. Aber gut, es ist ja nun mal ein Dungeon Crawler, also, ne? Wehe. Juhu, es geht wieder. Oh, Wahnsinn. Gut, dass ich das wenigstens jetzt nicht mehr ertragen muss, also. Gucken wir mal, ob wir nochmal einen Digimon tauschen können. Hm. Magna-Angel für Garou. Nee. Klar, ich weiß, Magna-Angel ist ein Ultra, aber ich würde es nicht heilen. Aber war hier vorhin nicht noch ein Typ die ganze Zeit mit dabei? Ach, auf rechts? Ich das jetzt sehe. Biomon! Ich glaube, alle anderen erkennt man sehr gut, aber das eine ist Biomon. Palmon würde man auch nicht unbedingt erkennen. Doch, ich finde schon. Ja, hier. Hier, gut. Da, zu Kaimon. Also, ja, eigentlich, weil es das lila Agumon erkennt man und Gabumon würde man auch nicht gut erkennen. Gebe ich zu. Das liegt auch daran, weil er hier doppelt bedeckt wird. Ja, aber ich finde, Palmon geht eigentlich. Ja. Alleine schon wegen dem, weil es so Pflanze ist. Ja. Was soll es da schon sein? Ja, Floramon, ne? Ja, ich finde jetzt nur einfach, also ich weiß nicht, also auch wenn Magna Angemon Ultra ist und heilen kann, aber ehrlich, wenn wir einen Garurumon hätten. Vielleicht finden wir ja zwei Garurumon. Ja, dann können wir darüber reden, aber wenn wir einen Garuro hätten, würde ich schon gerne versuchen, wäre Garurumon zu kriegen, weil ich den einfach cooler finde. Oder nicht? Ja. Also im nächsten Gebiet gibt es keinen Garurumon. Den müssen wir dann uns noch aufholen. Ach, ja, also Part ist jetzt auch recht schnell zu Ende, weil jetzt auch mal weitermachen lohnt nicht. Lohnt nicht, dann wird er zu lang.
Aber ich denke, wir haben ja ein bisschen was erreicht. Wir haben jetzt ein bisschen Story zumindest mal wieder gehabt. Das muss bei dem Spiel einfach verdammt nochmal auch sein. Die Junk Parts dürften jetzt nicht mehr wieder vom... Das überprüfen wir natürlich im nächsten Part. Ja. Würde mich nämlich interessieren, ob das jetzt wirklich weg ist oder ob das Spiel einfach so ist. Ja, nun, gibt's ja. Ja, und im nächsten Part geht's dann wieder gegen die Blood Knights weiter. Yeah. Ja, solange ein paar andere Digimon mal auftauchen, kann man rüber reden. Bye, bye.